Hans-Peter Heinrich, Firmen- und Personalchef. Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Könnte ich mir den Rest des Tages freinehmen? Sie wissen genau, dass das heute nicht geht. Heute ist Liefertag. Ja, ich weiß. Aber mein Vater liegt im Spital, er hat eine schwere Gehirnerschütterung. Ich würde ihn wirklich gern besuchen. Wir haben alle unsere kleinen Probleme, Sie mit Ihrem Vater und ich mit dem verdammten Kaffeeautomaten. Aber... Karin, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Sie kriegen eine Gehaltserhöhung. Wow, super. Und wie viel? 35 Euro netto im Jahr. Oh, das reicht ja gerade mal für ein paar Kilo Zigaretten. Oh, dann nehme ich das natürlich selbstverständlich zurück. Ich möchte als Chef nicht für einen Lungenkrebs verantwortlich sein. Nein, sagen Sie jetzt einfach nichts. Sie können sich in 20 Jahren bei mir bedanken. Danke. Kleine Scherze erhalten den Respekt des Chefs. Nur hat halt keiner meinen Humor. Naja. Ihr macht also wirklich ernst, hm? Deine Parteifreunde ja auch. Die Regierung hat die gesetzliche Legitimation. Und wir die moralische. Das ist die Moral von Diktatoren und Anarchisten. Aber Vater, tu doch nicht so, als ob dich die ganze Sache bezüglich Recht, Gesetz oder Moral interessieren würde. Das Einzige, was dich interessiert, sind doch die Kredite, die die KW bei eurer Bank aufnehmen muss. Meine liebe Veronika, ich werde mit dir nicht weiter diskutieren. Weil ich dich für zu intelligent halte, als dass du diese aufgeschnappten Parolen in 2-3 Wochen selbst noch ernst nimmst. Dass ihr gegen die Atomkraftwerke wart, kann ich nachvollziehen. Aber dass ihr jetzt auch gegen die Nutzung der Wasserkraft seid, nicht. Der wachsende Stromverbrauch muss ja irgendwie gedeckt werden, oder? Hm. Ich wünsche einen schönen guten Morgen, Herr Puckerer. Wollt der Erste sein, der einen schönen guten Morgen wünscht? Bis das eh, Herzinger. Bis das eh. Weil, habe ich gesagt, Herzinger, habe ich gesagt, musst du ein bisschen eine Chance zum Pokerer. Sehr schön, Herzinger, sehr schön. Weil, habe ich gesagt, heute sein Geburtstag ist. Wem seiner? Ja, dem Pokerer seiner. Sehr richtig. Im Pokerer seiner und kein anderer. Und im Pokerer seiner wird er jetzt noch gefeiert. Ja. Setz dich her. Ich krieg's einen Schluck von mir. Ja. Schau her. Spürst du gut an? Im Bleikristall. Vorsichtig, da das sei, gell? Da das sei. Prost, Jahrgang. Halt da. Sag einmal, auf was für einen Jahrgang darf man den eigentlich anstoßen? So. Schau mal, wenn wir jetzt da deinen Geburtstag feiern wollen und keinen anderen nicht, so kann ich mich nicht entschließen, auch auf deinen Jahrgang anzustoßen. Warum denn nicht? Naja, es ist ja nicht nur dein Jahrgang, es ist ja auch der seinige, ne? Was, jetzt mischt er sich in die Jahrgänge auch schon ein? Auf den Schräg hin. Servus. Prost, Herzinger. Schau dir das auch erst. Schau, Herr Bucker. Erst müsst mich umbringen. Es kann ja vorkommen, dass am selben Tag, im selben Jahrgang, verschiedene Österreicher auf die Welt kommen. Der eine in Wien, der andere in Braunau und der dritte, sagen wir, in Stinkenbrunn. Ist dir genauso gut wie der Artikel, den du gestern ohne mein Wissen an die Redaktion gefasst hast? Er ist noch besser. Ah. Aber du musst zugeben, meine Änderungen waren doch spitze. Der muss doch eingeschlagen haben wie eine Bombe. Ja, hat er. Ich bin gekündigt, fristlos entlassen. Was? Sind denn das alles Banausen? Na, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Sagen Sie, ist das Deutsche Vita hier? Ja, wieso? Das ist ja entsetzlich hier. Meine Eltern, sowas habe ich erwartet. Kann ich den Geschäftsführer sprechen? Ja, das bin ich. Was kann ich für Sie tun? Worum geht's? Es geht um die goldene Hochzeit meiner Eltern. Ah ja, Herr Zierler, so genau. Ist es, ja, ich begrüße Sie, meine Verehrung. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. So machen wir es. Sie liefern die Speisen und Getränke zu uns nach Hause. Punkt 7. Schaffen Sie es? Nein. Ja, natürlich, selbstverständlich, kein Problem. Das, ja. Also dann. Punkt 9 Uhr. Punkt 7. Na, da haben wir den Salat.
Die ersten Gäste kommen und es ist nichts da. Sie Idiot, Sie! So, jetzt reicht's. Packen Sie Ihre Sachen zusammen und verschwinden Sie. Ich verkehre nur mehr über meinen Anwalt mit Ihnen. Sie sind da. Sie sind da. Okay, schnell die Suppe. Können Sie das kurz halten? Wann kommen denn Ihre Idioten? Die Idioten müssten in 5 Minuten da sein. Das sagen Sie seit Stunden. Können Sie das kurz halten, bitte? Danke. Bitte sehr. Einen Pfefferminztee. Ich hoffe, er ist nicht zu stark. Und einen Babyscotch für die große Schwester. Auf Ihr Wohl. Zum Wohl. Ich muss Ihnen gestehen, es waren Sie, die mich vom ersten Augenblick an fasziniert haben. Oh, übertreiben Sie jetzt nicht ein bisschen. Bei Ihnen kann man gar nicht übertreiben.